Internet, alles klar, weiter geht's mit einem neuen Part von Lara Croft Tomb Raider. Und wo sind wir stehen geblieben? Ja, irgendwo hier an der Klippe. Wir betreten die Forschungsanlage, in der angeblich ein Grab eines Uni-Generals, glaube ich, sein soll. Und da wird uns ein weiterer Schlüssel, ein Hinweis für Lara gegeben, um damit sie eins und eins zusammenzählen kann und rafft, was für böse, üble, mystische, überirdische Kräfte hier auf dieser Insel am Werk sind, dass niemand von dieser Insel wieder wegkommt. Okay, wir haben eine horrormäßige Klettertour hinter uns. Wie die Frau das schafft, keine Ahnung. Okay. Und wer diese Forschungsbasis hier oben hingebaut hat, auch keine Ahnung. Wo soll es jetzt hier weitergehen? Oh, an die Leiter, ich sehe schon. Oh, da oben gibt es mal wenigstens wieder was für uns. Warte mal, soll ich das von hier aufreißen lieber? War jetzt vermutlich mal gar nicht so blöd. Und hier geht es wieder tief runter. Ah, es geht so tief eigentlich. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich auf diesem Boden da unten war. Egal. Springen wir an die Leiter. Wow. Jetzt sind wir auch wirklich ganz oben, oder? Ich meine, sogar das Schlachtschiff. Wrack, das sieht nur noch lächerlich klein aus von hier aus. Und die portugiesische Galeone, auf der wir mal was erledigen mussten. Und unser kleines Boot da vorne, mit dem wir irgendwann mal abhauen wollen. Und das Lagerfeuer. Und Race und all die anderen sieht man schon gar nicht mehr. Okay, sag es gut bitte. Ach, das hier war auch ein Bunker, eine Geschützfestung. Ja, krass. Oh. Hier ist wieder eine Menge Loot. Was haben wir eigentlich jetzt? Das ist ein Sportbogen, ne? Lass mal, können wir die Waffen hier durchgucken? Ne, ist auch egal. Nicht so gut. Auf jeden Fall waren die Solari hier. Denn die haben die ganzen Kerzen hier aufgestellt. Oh, die Waffe ist definitiv... War wohl ein Rohrkrepierer, würde ich mal sagen. Ah, hier geht's weiter. Okay, komm, jetzt bin ich aber ganz oben auf dieser blöden Basis, oder nicht? Warum gibt es hier so eine komische Plattform und warum ist hier ein Loch im Sound? Von da unten kam ich, da habe ich die beiden Typen erledigt. Okay, gehen wir mal um die Ecke. Muss hier weitergehen, glaube ich. Jawohl. Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Wir sind da lang, dann sind wir, glaube ich, direkt hier drauf gekommen. Hier unten wird es irgendwann mal lang gehen. Das ist auch dieser U-Boot-Bunker-Eingang, nehme ich an. Oh, und das hier muss ein anderes Gebiet sein noch, ne? Ja, alles klar. Oder hier geht das Gebiet weiter. Ja, hier wird es jetzt ein neues Gebiet geben, glaube ich. Da muss ich hin. Neuen Ort entdecken. Ort unbekannt. Entdecken Sie das alte Grab. Sturmjägerin. Ja klar, Sturmjägerin, weil wir rausfinden wollen, wie es zu diesen ganzen Stürmen kam. Was ist denn das jetzt hier? Ort unbekannt. Und warum sehe ich immer noch nicht? Egal, das muss aber jetzt kommen, glaube ich. Jawohl, Forschungsbasis. Sag mal, haben die Forschungsbasis etwa nur hingebaut wegen diesem alten Uni-Grab oder was? Und wie soll ich jetzt hier weiterkommen, bitteschön? Das sieht aus, da geht's ganz runter, bis auf zum Meeresspiegel. Ah, vielleicht, nee. Kann ich jetzt hier aufschießen? Nein. Okay, wir springen auf jeden Fall mal da dran, oder? Das ist doch zum, ja, das ist zum Dranspringen. Und dann werden wir uns jetzt hier runterlassen müssen. Und wie haben sich das jetzt gedacht? So. Oh. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Da wäre aber auch nichts mehr gewesen, glaube ich. Aber ich habe gut reagiert, Alter. Oh, und das ist ein neues Gebiet. Die Forschungsbasis heißt das Ganze. Jawohl, Forschungsbasis.
heranzoomen. Hier gibt es mal ein Lager, 3 Dokumente, 2 Reliquien, 3 Geocaches, eine Schatzkarte und Sonnenkiller. Okay, der Geocache war direkt hier. Da ist eine Pflanze hinter. Hier werde ich hoch müssen. Oh, da ist Loot. Nur mal eben zum Gucken, dass ich nicht verpasst habe hier. Also ich werde auf jeden Fall das hier aufschießen können. Mit, was war mit Granaten, ne, oder? Das ist ein bisschen irritierend. Jawohl, jetzt habe ich ja noch die Schrotflinte. Okay, und ich bin mir nicht sicher, ob ich von hier schießen sollte. Oh, das ist ein Geheimnis. Were these gifts for the ancient rulers of Yamatai? Or was there some kind of battle here? Ein Helm der Su-Dynastie. Ein von 2 Helme nur. Hier gibt's aber auch nichts wieder zu entdecken, aber wir gucken das Ding mal an. Ordentlich heftig verziert. Keine Ahnung, wann die Su-Dynastie war. Aber der Helm ist auch ein bisschen grob, oder? Also ich meine nur von der Form her, sozusagen. Gut, er schützt aber auch alles, was sein muss. Ist auch sehr eng anliegend. Helm der Su-Dynastie. Und es muss noch einen Helm hier geben. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Aber da drin sehe ich eine Menge. Aber das ist einfach nur die andere Ecke, da glaube ich. Da komme ich gleich hin, wenn ich wieder zurückgehe. Ich wollte nur mal eben wissen, was das hier ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Ende des Rohrs oder sowas hier. Habe ich da durchgeguckt. Okay, ich ist das hier, wo ich eben runtergefallen bin am Anfang? Könnte sein, ne? Ja, von da bin ich gekommen, glaube ich. Ah, hier habe ich durchgeguckt. Okay, dann geht's jetzt hier durch. Bauch einziehen, Lager. Und das ist die alte Forschungsbasis. Und die haben wieder Licht hier drin. Und das Licht sieht eher so aus, als ob das direkt über mir wäre. Aber ist schon alles okay. Wo muss ich denn lang? Ah. Da gibt's was zu zerstören, glaube ich. Sonnenkiller. Soll das sein? Ich glaube, ich muss hier einfach nur runter erstmal. Ja, das hättest du auch eleganter machen können. Oh, shit. Look at all those bodies. Keep it down. The Oni are here. Yeah. You want them to find us? Just shut up. Keep your eyes open for the girl. Okay, es wird wieder mal ein bisschen spannend hier. Da ist ja eine Menge Munition, oder nicht? Ich brauche aber auch nichts mehr an Munition. Also so gesehen bin ich hier gerade schon ziemlich voll.
hier ist ein Lagerfeuer. Soon after we discovered the tomb, they came. The Oni. First, the lights went out. Then the screaming started. Was it us or them? That horrible sound. It still rings in my head. They wore the armor of my ancestors. They cut us down with ancient blades. Gunfire, shouting, blood. We couldn't stop them. Everything turned to chaos. And then silence. They were gone. Why did they leave? Why didn't they kill us all? Captain Osaka is in command now. We are leaving the base, but not the island. We're heading inland, to the monastery. There's no other way. We must follow the Oni, all of us. If we can't control the star, we must destroy it. But I know, we're all going to die. Okay, das steht hier auch wieder nicht im Deutschen. Das ist ein, glaube ich, so wie es klingt, auf jeden Fall Japaner, japanischer Soldat, würde ich mal sagen. Und Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Soldat, erwachen. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Das sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Jawohl, das werden sie sein. Was sagt er hier dazu? Soon after we discover the tomb. Oni. Irgendwelche Wesen, die die Rüstung seiner Vorfahren trugen und sie mit uralten Klingen töteten. Und die waren auf einmal wieder weg. Und wenn man ins Landesinnere zum Kloster geht, dann folgt man den Oni. Okay, ich habe jetzt hier erstmal ein anderes Problem, denn hier sind noch Gegner um die Ecke. Vergiss es, Junge. Okay, wo bin ich? Wo muss ich hin? Gehen wir zum Lager? Ja, lass das mal auf jeden Fall machen, bevor wir jetzt weiterlatschen. Kurz im Lager pausieren. Ich hab die Kampfschrotflinte, die letzte Schrotflinte. Pumpgun hatten wir vorher und jetzt die Kampfschrotflinte. Es wird jetzt so viele neue Sachen wieder geben, die ich aufpimpen muss. Hier gibt's noch 1, 2, 3. Hier gibt's noch... Oh, das haben wir voll. Hier gibt's noch eins. Und wir hatten nur 200, ne? Das wird niemals reichen. Nee, hier nicht. Das ist voll. Und die Kampfschrotflinte, gucken wir uns die mal an. Ich weiß nicht, ob die jetzt anders aussieht als die Pumpgun. Und was gibt's hier? Wir hatten vorher einen Laufmantel. Das ist dann das Ding, was jetzt gerade mit dem Pfeil und dem kleinen Banner dran ist. Jetzt kommt ein modifizierter Verschluss. So sieht es normalerweise aus, so sieht es auch anders aus. Eine verbesserte Mechanik erhöht die Leistung an den Schaden. Gut, 325. Und gibt's nicht noch was? Das haben wir schon, Patronenmagazin. Und ein Trommelmagazin. Wow. Okay. 400 und... 325. Und hier gibt es noch was. Für 650. 300. Und 650. Ich glaube, jetzt werde ich mich langsam entscheiden müssen, was ich hier aufpimpen muss, weil das sind alles so hohe Beträge an Bergungsloot, dass ich hier nicht mal eben so alle vielleicht erfüllen kann bis zum Ende des Spiels. Okay, was ist für eine Tür da? Ah, ich weiß. Warte, mach mal die nochmal auf. Oh, cool.
Ach, hier hängen wieder Tote leider. Oh, cool. Und kann man nicht hier rein? Ich hoffe schon. Wow. Warum das Geräusch? Oh mein Gott, sind hier wieder viele Tote, Alter. Ich mag das Spiel nicht, wenn das so komisch wird. Ja, sicher. Hört mal auf mit den Toten, bitte. Okay, da vorne ist wieder Strom am Schalter, der grün ist. Ah, ich kann das Tor aufmachen. Ebene 2. Oh, ich weiß, was hier passiert. The tomb must be in the lower levels. Ganz unten. Oh mein Gott, geht's da tief runter. Wow. Ja, dann könnte ich vermutlich jetzt einfach runterklettern. Okay, so wie ich das kenne, aber... Ah ja, ich sehe schon. Was für ein Ort soll ich entdeckt haben, bitteschön? Oh, hier muss irgendwo ein Dokument noch sein. Ah, ganz oben. Irgendwo. Okay, erstmal den Aufzug. I've got to find a way down. Elevator is jammed. Ah, das Licht hier ist an, deswegen ist hier das irgendwie versperrt. Ja, die Laufbänder sind noch immer noch überall funktionsfähig, aber hier ist es leider kaputt. Oh, ich kann hier drauf. I'm on the right track. Just need to figure out a way to drop the elevator with more force. Okay. Zwei. Gut, hier komme ich wieder hin. Also, Lara ist auf dem richtigen Weg, hat sie gesagt. Eigentlich wollen wir nach unten. Also das kann man. That's where I need to go. Oh, ich komme hier nicht durch. Nichts zum Aufstemmen. Und da war noch so ein Sonnending. Wie komme ich denn dahin? Achso, dafür war das hier da, oder was? Also hier auf jeden Fall nicht an der Seite runter. Moment, wie habe ich das eben gemacht nochmal? Oh, ich bin jetzt auf jeden Fall nach oben, auf 3. Da ist auch noch was. Und wieder hunderte Leichen, das kann nicht wahr sein. Ey, das ist bestimmt der Soldaten-Dingens noch. Command to operative. Stop. Trinity is concerned. Stop. Acquisition of star phenomenon unacceptable. Stop. Sabotage of access operation imperative. Stop. Geheimnisvolle Befehle. Oh, das sind Geocache-Geheimnisse. Cool. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Frage dieser Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Oberkommando an Agent und Trinity. Das scheint alles. Vielleicht waren hier noch amerikanische Agenten unter den Japanern. Diese Forschungsbasis. Okay, interessant. Ah, ich kann auf jeder Ebene den Aufzug wieder dahin fahren lassen, so wie es aussieht. Ist auf jeden Fall ordentlich kompliziert wieder das Ganze hier.
Geht's hier noch weiter? Ah. Nein. Was war das denn jetzt? Mach keinen Scheiß, Lara. Wow. Okay, holen wir uns erstmal das untere Ding. Da ist es. Ich brauche jetzt alles Bergungsgut, was ich kriegen kann, glaube ich. Aber warum das jetzt ausgerechnet da drauf gelandet ist, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube nicht, dass das richtig ist da oben. Ich glaube, das ist leider ein Bug im Spiel. Und wenn ich hier wieder runterfalle, keinen Bock. Okay, das Ganze wird etwas komplizierter, fürchte ich. Warum ist da noch irgendwie sowas? Was soll das sein? Wow. Ich meine, das hier ist ja zum Klettern gedacht, oder nicht? Alles klar, Internet, wir sehen uns bald wieder. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen länger nachdenken. Und ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch eine ruhige Nacht. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Part. Bye.